Moin und willkommen zurück zu unserer Euro 24 Prognose im EA Fußball Manager. Wir spielen heute die zweite Runde, also das zweite, naja, das zweite Gruppenspiel der Schweiz. Das erste war, Moment. Das war eine Niederlage, genau. Wir haben gegen Schottland verloren. Und zwar mit einem Tordifferenz. Und jetzt folgt das zweite Spiel gegen Kroatien. Es wird nicht einfacher, es wird eher schwieriger. Derweil im Parallelspiel, da gab es noch Italien und gab es damals noch Italien und Kroatien, wo Italien gegen Kroatien gewonnen hat. So, unsere Aufstellung ist, wir haben Jan Sommer im Tor, dann in der Abwehr haben wir auf links Muheim, in der Innenverteidigung Scheer und Akanji und auf rechts Rüegg. Dann haben wir die Maus im Bild. Moment. Ja. Oh, vielleicht eine Gelegenheit, aber oder auch nicht. Dann haben wir Xhaka und Zakaria im defensiven Mittelfeld. Dann auf den Zehnern haben wir Schneider und Amdouni. Und im Sturm Okafor und Embolo. So, und dann wollen wir noch mal schauen. Das erste Spiel hat uns 0 Punkte beschert. Wir haben. Mit der Schweiz haben wir die schwerste Gruppe von allen, die wir hier begleiten. Das war ja ein krasses Foul. Einfach so Bodycheck ohne Ball. Brozovic, eine gelbe Karte. Oh, und 1-0. Die Schweiz geht in Führung. Embolo mit dem ersten Tor des Turniers. Sehr schön. Okay, ein guter Anfang. Ich hoffe, daraus wird noch was. Juni. Na, schade. So, wir haben hier gerade viel Platz auf der Seite. Ah, der Ball kommt auch an, ohne Probleme. Und der auch. Jetzt drehe ich um und. Ah, schade. Doch, was wäre ein 2 zu 0 schön gewesen? Wir sind übrigens in Frankfurt, finde ich sehr schön. Auf geht's, nächster Versuch. Embolo, ja. Den holst du dir wieder. Jawohl. Und Okafor. Nein. Das Tor war so leer. Schade. Aber gut, wir kommen hier ganz gut zurecht, würde ich behaupten. Also, wir haben viele, viele Möglichkeiten gerade und viele Freiräume auch. Ja. Oh, ja gut, okay, das sehe ich ein. Das überrascht mich dann im Nachhinein doch nicht, dass das jetzt abseits war. So, wir haben schon wieder den Ball. Gut, dann kriegen wir einen Freistoß. Gott, es gibt eine Ecke. Das habe ich gehört, dass es eine Ecke gibt.
Und probier an. Oh Gott. Das war ja fast hier. Ich war echt überrascht, wie gut die war. Also, die hat nicht viel gefehlt, finde ich, zum Teil. Wenn man selbst in Führung ist, dann ärgert man sich nicht mehr ganz so krass über solche nicht ganz genutzten Chancen. Embolo wieder. Jawohl, 2:0. Sehr gut. Das ist wichtig. Vor allem nach dem ersten Spiel. Also eine schwierige Gruppe. Super, super. So, und jetzt wieder. Guck dir diese Freiräume an, wie viel Platz wir einfach haben. Ich weiß nicht warum, aber ich find's gut. Diesen Freiraum finde ich jetzt wiederum nicht so gut, aber das war sauber gestoppt. Und wieder mit jeder Menge Platz und. Das war jetzt nicht so schön. Oh Gott. Na gut. Alles gut. Kein Grund zur Sorge. Oh nein! Den habe ich sowas von drin gesehen. Okay. Solche Flanken können wir doch öfter schlagen. Warum macht man sowas? Warum? Warum köpft man den so frei stehend ins Aus? Das muss man ja mit Absicht machen. Kann mir keiner erzählen, dass das ein Versehen war. Okay. So, Embolo wieder mit jeder Menge Platz. Okafor. Okafor. Das ist leider nicht genau. Okafor kommt immer schon. Und dann ist die erste Halbzeit schon so gut wie zu Ende. Ach, sieht ganz gut aus momentan. Und im Parallelspiel steht es 0:0. Das ist, finde ich, auch erstmal gut. Das finde ich auch erstmal gut. Okay. Wechseln würde ich jetzt tatsächlich noch nicht. Ich würde jetzt einfach mal darauf hoffen, dass wir das Spiel gewinnen. Weil natürlich noch jede Menge passieren kann. Ja, den reden wir ja mal hier die Defensive noch ein bisschen motivieren und die müdesten Leute noch mal ein bisschen frisch kneten. So, und dann gehen wir in die zweite Halbzeit. Man spürt, dass bei der aktuellen Verfassung des Teams selbst diese Führung noch keine Garantie für einen Sieg ist. Ich hätte lieber was anderes gelesen, aber na gut. Da müssen wir eben hoffen, dass das noch klappt. Er greift hinter sich und kriegt den noch. Warum? Also gut, dass er den noch gekriegt hat, aber warum so spät? Der macht mir Angst. Jetzt ein bisschen öfter in Bedrängnis. Oh Gott.
Oh, der hatte schon gelb. Hab ich schon ganz vergessen. Das war der Kapitän, hä? Ah, dann haben wir jetzt die Überzahlsituation. Das kann ja nur für uns sprechen, hoffe ich. Das ist gut. Das ist gut. Muheim. Oh, Okafor. Da ist Angolo. Jetzt das Schneider. Ah, schade. Aber die Situation ist noch da. Angolo. Kein Abseits. Naja. Ich muss versuchen, das entspannter zu sehen, wenn wir gerade eine 2-Tore-Führung haben. So, Okafor. Vor dir ist nicht viel los. Der Guardiol. Der war halt dann doch da. Leider wieder mit viel Platz. Das war abseits, das war klar. Da sieht man die Abseitsfalle, wie die alle gleichzeitig ein paar Schritte nach vorne gemacht haben. Oh, Okafor. Du hast Platz, du hast Platz. Du bist alleine, du bist durch. Da ist Embolo sogar. Okay, der hört jetzt einfach auf mitzulaufen. Oh, was war das? Okay, da war der Torhüter. Ich habe gar nicht gesehen, dass er dran war, aber er gibt Sinn. Weil sonst, wie sollte der da so fliegen? So, Zakaria. Ach Mann, wieso schnappst du dir den Ball, wenn du gerade aus dem Abseits kommst? Da war ein anderer noch. Ich guck gerade mal hier, die ersten werden müde. Yashari, Yashari, dann wechseln wir mal ein. Hier auch nochmal ein bisschen. Die müdesten Leute, wobei jetzt können wir den anderen Schneider nicht wirklich ersetzen. Was ein wenig schade ist. Hier auf rechts nochmal Wittner. Und auf links war es schlecht, wie es bei uns aussah. Ne? Mal Lotomba dahin. Einen haben wir noch. Guck mal, Drmic rein für Embolo. Dann hoffe ich mal, dass da jetzt keine fatale Entscheidung dabei war, die uns jetzt den Sieg noch kostet. Oh Gott. Nee, die fatale Situation kommt vorher schon. Ja, okay, gut. So, Schneider. Der kann aber trotzdem noch rennen, wie ich sehe. Das ist schön. Oh, er ist sogar durch. Er ist sogar durch. Und da ist hier Okafor noch mit dabei. Der jetzt den Ball kriegt, schießt und vorbei. Langsam ärgert es mich doch. Also, ärgert mich eigentlich schon die ganze Zeit, aber... Bei dem Spielstand gibt es ja eindeutig Schlimmeres. Bin hier überrascht, dass wir jetzt gerade so gut schlagen gegen Kroatien. Aber wir haben so viele Chancen, weißt du, noch mehr rauszuholen. Das ist halt ärgerlich. So, das waren unsere Wechsel. War leider hauptsächlich die Offensive, die wir da jetzt nochmal aufgefrischt haben. Soweit ich das erinnern kann. Wobei. Gar nicht mal so krass, wie wir da jetzt auf die Offensive quasi gesetzt haben. Aber das waren halt auch die müdesten. Oh, Jakic kommt rein. Da habe ich ein Auge für. Viertelstunde haben wir noch und 2 Tore Vorsprung haben wir auch noch. Oh, das war abseits. Gut, gut, gut. Hatte kurz Angst. Wittner.
Okay, das war sauber. Potschkai und Vlasic. Lang drüber und da ist niemand von Kroatien. Da haben wir Christian Jakic und Kramaric und abgewehrt. So, Schneider. Hat viel Platz. Das ist doch bestimmt abseits. Ja, war klar. Wann kommt da was? Er rennt ja erstmal eine Weile. Als er die Hand gehoben hat, ja gut, er hat die Hand gehoben und dann hat der Verteidiger schon nach vorne gemacht. So im selben Moment ungefähr. Ja, hat das selbst noch gemerkt, aber dann war es schon zu spät. Schade. Alter, diese Sequenzen, ne, die sind immer so lang. Und dann grätscht er noch. Obwohl der Pfiff eigentlich schon da war. So, Vlasic kommt raus für Livaja. Nicht so gut. Kaum das Ding gelöst. Das Ding war auch gelöst. Den kriegen wir doch auch gestoppt irgendwie. Ah, ja gut. Durch den Schuss daneben. Ich glaube, da war keiner dran gewesen. Ne, gut, aber nichts zu sagen. Oh, den kenne ich auch noch. Ante Rebic. Hatte ich erwähnt, dass wir gerade in Frankfurt sind? So, Akanji. OK vor. Naja, schade. Ich hatte schon so das Gefühl, dass es wieder ein Abseits sein könnte und ja, gut war's. Schade, schade. Aber es sieht trotzdem gut für uns aus, ne? Mittlerweile ärgere ich mich immer weniger über das, was so passiert, gerade auf dem Platz, weil es gibt Schlimmeres, als dass wir jetzt keine Tore mehr schießen. Bei dem Stand. Und das war sogar Abseits. Krass. Das können wir so gar nicht sehen, ob das Abseits war. Bringt eigentlich die Wiederholung auch nichts, aber gut. Zeig's einfach mal. Dann haben wir was zu gucken. Auch wenn wir das Entscheidende nicht sehen. Kachavenda. Und Rebic und. Oh, das war knapp. Oh, OKV. Du hast für einen Platz der Welt, wenn das kein Abseits ist. Okay, ist es nicht. Ausnahmsweise. Da innen ist sogar noch jemand. Willst du rüberspielen? Oder du machst direkt das Tor. 3:0! OK vor mit seinem ersten Tor im Turnier. Jawohl! Sehr schön. 3:0 gegen Kroatien. Wahnsinn. Das ist schön. Ganz freut mich. Ah, das war sehr. Huch. Warum hast du durchgelassen? Auf Wiedersehen. Oder sollte man eher sagen, ich werde Lurge, sorry. Wie auch immer. Auf Wiederlurge oder so. Sorry. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Und damit haben wir es geschafft. Das Spiel ist zu Ende. Wir haben 3:0 gegen Kroatien gewonnen. Sehr schön. Das ist wichtig. Ja, gut. Ne? Die Überzahlsituation hat dann die Übriges getan und Schottland hat verloren. Das ist, glaube ich, gut für uns, denn ich habe jetzt wenig Hoffnung, dass wir um den Platz 1 in der Gruppe kämpfen. Wie war das erste Spiel nochmal ausgegangen? Ich habe hier so eine Tabelle bei mir offen, die besagt, dass Kroatien das erste Spiel verloren hat. Jetzt haben sie auch das zweite Spiel verloren.
Das heißt demnach, dass Schottland, also Italien hat jetzt 6 Punkte. Schottland hat 3 Punkte, wir haben 3 Punkte und Kroatien hat 0 Punkte. Wir haben aber eine gute Tordifferenz, würde ich sagen, mit unserem 3 zu 0. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie es bei den anderen genau aussieht. Das weiß ich leider nicht. Aber Schottland hat auf jeden Fall nicht so eine gute Tordifferenz, sondern eher eine negative momentan. Also minus 1, um genau zu sein, hat Schottland jetzt. Wir haben jetzt plus 2. Das ist schon mal gut. Und Kroatien ist bei minus 6. Also sieht ganz gut aus für uns, wenn wir. Ja, gut, das sollte halt jetzt gegen Italien auch nicht so schlecht laufen, ne? Davon hängt natürlich jetzt auch noch einiges ab, aber ich habe Schlimmeres befürchtet, als wir in diese Gruppe reingegangen sind. Gut. Und damit sage ich erstmal Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Spiel wieder. Bis dahin. Tschüss.